Willkommen bei Ihrer besten Wahl. In diesem Video besprechen wir den besten Bodenstaubsauger. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf Ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Bodenstaubsauger, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5. Philips FC9332-09 Power Pro Compact Bodenstaubsauger. Der Philips Power Pro Compact ist ein Bodenbelag ohne Mittelpreisbeutel, der vor allem mit seinem reduzierten Gewicht im Kontrast zu seiner riesigen Schmutzbeutelmenge begeistert und Ihnen zudem ein kleines Vakuum mit ausgezeichneter Effizienz sowie die normalen Vorteile sowie die Nachteile eines Hovers ohne Beutel für einen vernünftigen Preis nutzt. Der Philips FC9332-09 Power Pro Compact Hover ohne Tasche ist ein wirtschaftlicher und kleiner beutelloser Bodenbelagshover, der aufgrund seiner reduzierten Leistungsaufnahme und der Leistungsvorlauf A fällt. Umzug auf Nummer 4, Siemens VS06B112A Bodenstaubsauger. Der Siemens VS06B112A Bodenstaubsauger ist ein Bodenbelagssauger mit einem mittleren Preisresident, der Ihnen einen kleinen Hover mit einer ausgezeichneten Effizienz und auch die gemeinsamen Vorteile und auch Nachteile eines Bodenbelagshover mit einer Tasche für extrem wenig Bargeld liefert. Mit einem Gewicht von 6 kg liegt das Siemens VS06B112A Bodenvakuum über dem typischen kräftig, der jedoch durch seinen kleinen Stiel kompensiert wird. Darüber hinaus ist es mit einer Menge von 81 dB etwas lauter als der Standard. Auf Platz 3, Siemens VS06B1110 Bodenstaubsauger mit Beutel. Der Siemens VS06B1110 ist ein Bodenbelagsschmutzsauger mit einem mittleren Preis-Dud-Beutel, der Ihnen einen kleinen Hover mit großer Effizienz und auch die normalen Vorteile und auch negative Aspekte eines Bodenstaubsaugers mit einer Tasche für wirklich wenig Geld liefert. Mit einem Gewicht von 5,9 kg ist der Siemens VS06B1110 Bodenbelag mit Sack über dem normalen kräftig, doch wird dies durch seinen tragbaren Stiel kompensiert. Darüber hinaus ist es mit einer Menge von 81 dB etwas lauter als der Standard. Umzug auf Nummer 2, Miele Komplette C3 Card und Stoke Poverline. Die Miele Full C3 Pet Card und auch Pet Poverline ist ein zeitloses Bodenvakuum mit erstklassigen Dead-Bugs. Diese Version zieht die Aufmerksamkeit vor allem für seine Turbobürste, die Ihnen helfen soll, Ihre Residenz von Haustierhaaren zu reinigen. Die Miele Full C3 Feline sowie Pet Stoke Poverline Bodenstaub mit Turbobrush ist eine Version des viel teureren Tarif AIS, das neben seiner großen Saugleistung vor allem durch seine Turbobürste auffällt. Es sind zusätzlich diese zwei Funktionen, die die hohen Kosten ausmachen, zusätzlich zu den unzureichenden Leistungswirksamkeit ist. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, Thomas Pet & Family Acker Plus Staub- und Waschsauger. Der Thomas Animal and also Husehold Acker Plus Hover ist ein Vakuum und auch eine Waschmaschine der viel teureren Tarifvariante, die das Beste aus einem traditionellen Bodenstaubsauger mit den Vorteilen eines Bodenbelagshovers mit Wasserfilter beinhaltet. Der Thomas Family Pet und auch Family Members Acker Plus Schmutz und auch Reinigungshover ist ein feuchtes und auch völlig trockenes Vakuum aus dem Top-Kostenbereich, das trotz seiner etwas höheren Leistung von 1600 Watt immer noch eine reduzierte Leistungsaufnahme hat und deshalb unter den Leistungswirksamkeitskurs A fällt. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.